So, und dann angreifen mal dahin. Oder besser gesagt mal dahin. Zusätzliche Pylonen bauen. Oh oh. So, Brot ist befreit. Sehr schön. Wir danken euch. Wir glaubten bereits, unser Ende sei gekommen. Was wisst ihr über diese Einrichtung, Berserker? Die Terraner. Sie folterten uns, führten Experimente an uns durch. Nur wenige von uns haben überlebt. Abscheuliche Gräuel dieser Art habe ich schon einmal gesehen. Doch Narut ist tot. Wer brachte euch hierher? Ich weiß es nicht. Hathor, erlaubt, dass wir uns euch anschließen. Wir möchten unsere ermordeten Brüder rächen. Dann macht euch bereit, Templer. Wir stehen vereint. Krieger, in der Nähe befindet sich eine weitere Zelle. Rückt vor und fordert Vergeltung. Tja, nur wie komme ich da hin? Muss ich entweder... ja, wahrscheinlich muss ich hier hoch, hier oben durch. Also gehen wir halt mal da oben durch. Mein Leben für Ajur. Ich bin hier. Weil mir 1000 Sanitäter stehen. Die Terraner verwenden Warp-Technologie. Das ist unmöglich. Sie experimentieren mit Pylonen. Wir sollten diese Terraner ausschalten und den Pylonen für unsere Zwecke nutzen. Eine weitere Welle der Zerg sammelt sich. Vermeidet Kontakt mit ihnen, wenn ihr könnt. Wollen wir gleich mal Pylonen bauen. Der Schwarm kommt euch holen, Möbius Chor. Wir sind die endlose Flut des Todes. Ich kalibriere den Pylonen neu. Ich kann nicht glauben, dass es so primitiven Kreaturen gelungen ist, unsere Technologie zu manipulieren. Okay, das ist schön. Die Pylonenfassung 1 von 2. Die zweite ist da drüben. Wir müssen jetzt eigentlich relativ ungestört hier durchgehen können. Naja, wie gesagt, relativ. Tja, welches Schild ist gerade nicht aktiv, beziehungsweise kann gerade nicht aktiv gemacht werden. Ich muss, also ja, ich muss hier durch. Ich darf die Terraner natürlich auch nicht großartig kitzeln. Oh, ich muss aber. Der Panzer muss weg, Jungs. Na, das sieht doch im Moment eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ausgezeichnet. Durch die Zerstörung der Steuerung wurde eine Verbindungsbrücke zu unserem Nexuspunkt ausgefahren. Aha, das bedeutet? Ihr seid auf mich angewiesen. Okay. Könnte ich auch hier durch? Der Schwarm wird bald einen weiteren Angriff starten. Ja, ich baue dabei mal noch. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Dann baue ich dabei mal noch. 3, 2. Alle, die an der Seite von Amons Hybriden stehen, verdienen keine Gnade. Verschlingt sie mit Haut und Haaren. Zeppler schicken wir mal da. Ach, der geht hier über die Brücke. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Da kann man jetzt ruhig sagen, wie ungeschickt von mir.
uns auf jeden Fall hier hoch. Um eben diesen zweiten Nexus-Kern zu kriegen. Mein Leben für Ayur. Gut, dann tötet die eben, du Templer. Leg dich mal hier hin. Faszinierend. Clever. Das können wir auch mit der Gruppe machen, kurz die Mineralien einsammeln. Dann schicken wir nämlich den Templer hier mal vor. Ach, da kann da gar nicht vor, aber kann gleich hier durch. Auch nicht. Ja, super. Also ich muss wirklich da durch, oder was? Wie soll ich denn nämlich, wie soll ich da sonst... Weil sonst habe ich ja keine Möglichkeit... dahin zu kommen. Einfach hier inzwischen noch mehr dunkle Templer. Ich sonne mich im Zwie. Kommt auch mal hier hin. Schwere Gruppe 2. Mein Leben für Ayur. Unverwundbare Einheiten. Das heißt, ja, was haben wir da noch? Ach, unser Pylon. Krieger, ihr nähert euch dem Schwarmcluster der Zerg. Geht mit äußerster Vorsicht vor. Tja, da kommen wir leider nicht durch. Also bleibt uns eben nichts weiter übrig, als wir waren einfach nicht schnell genug. Wir werden da vorher durch müssen. Tja. Nur ist wir leider rum. Sind eins mit den Schatten. Und befreien wir eben dann die weiteren Zerg. Und ja, gut. Ich bin lediglich ein Schatten. Die hätten wir früher gebraucht, hätten wir früher durch müssen. Schade, dass wir diesen zweiten gestohlenen Pylon nicht kriegen. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, Ceratul. Kerrigan, ihr wisst ebenso wie ich, dass Amon am Leben ist. Seine Hybriden zu vernichten ist nutzlos. Wir müssen die Xel'Naga erwecken. Sie antwortet nicht. Er nimmt ein Steinvernunft an als ein Zerg. Eine Zelle bleibt noch, Ceratul. Lasst uns keine Zeit verlieren. Wo ist diese Zelle? Da oben. Komme ich da hin? Kann ich da durch? Nee, da kann ich nicht durch. Also komme ich da lang. Angst ist eine Illusion. Wo ist der? Da ist ein bisschen Templer. Was verlangt ihr von uns? Nasperu Unada. So, ihr geht auch mal noch zur Gruppe 1 mit dazu. Wir sind eins mit den Schatten. Ihr erbittet unsere Dienste. Ich bin lediglich so, ein Schatten. Ne, da kommen wir überhaupt nicht hin. Ich bin die Klinge von Shakuras. Keine Seite, jetzt im Moment gerade keinen Weg frei habe, der dahin führt. Da ist auch dicht. Faszinierend. Komme ich denn jetzt dahin? Ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Da ist zu. Da komme ich nicht weiter. Da geht's nicht weiter.
Fliege kann ich doch. Ich kann doch keine fliegenden Einheiten bauen, oder? Roboterfabrik ermöglicht uns Sterbliche, aber bringt uns nichts. Das Templerarchiv können wir mal hier hinsetzen. Aber ansonsten. Ich sammle mich im Zwielicht. Ich bin das Herz der Finsternis. Ah, Moment. Nochmal mit Transit. Der Finsternis. Wir sind. Geh jetzt mal mit den ganzen Hetzern. Ich bin mal gespannt, ob ich da hochkomme. Der Schwarm bereitet sich darauf vor, die letzten Verteidigungsstellungen des Möbiuskorps zu attackieren. Wir müssen uns beeilen. Im Namen der Rache. Wenn ich dahin gehe, wenn ich mich dann da hoch... Schirmt aus, meine Diener, und reißt sie in Stücke. Wir sind schon viel zu lange hier. Ich kann mich höchstens hier durchteleportieren. Was mir jetzt aber auch nicht allzu viel bringt. Hier durch und dann da runter. Das geht aber auch nur mit den Hetzern. Der Rest kommt da nicht mit. Stell meine Geduld nicht auf die Probe. Tu, was du tun musst, aber halt dich von meinem Schwarm fern. Und? Ich werde mich eben nicht von deinem Schwarm fernhalten. Wie ihr wollt. Oh oh. Jungs, müsst da hoch. Bewegt euch mal da lang. Bewegt euch da runter. Ja, gut, das war. Tja, das war natürlich gar nichts. Du Wespin, also Assimilator. Du auch dahin. Dunkelheit bricht. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, was zu tun ist. Aber ich sehe im Moment keine Möglichkeit, dahin zu gelangen. Irgendwie. Oder dahin. Kann sein, dass ich ab und an ein bisschen doof bin. So, baut mal jeweils 5 Hetzer. Ah, da haben wir noch welche. Ich hätte doch einfach hier durchgehen können. Ich würde hier hoch und dann darüber. Ja, sorry, dass es bei mir ein bisschen länger gedauert hat. Aber wie gesagt, ich muss erstmal wieder reinkommen in die ganze StarCraft-Geschichte. Die Zerg gehen zum Angriff über. Weicht ihnen aus, Brüder. Ja, wenn die Brüder mal da wären, könnten wir ausweichen, aber... Ich bin hier. Du sollst mit rein mit Nahkämpfern ran. Greift den Zentralreaktor an. Vorwärts. Zerstört ihn. Warte doch noch ein bisschen. Ich bin ja noch nicht fertig. Ach du Schreck. Stopp. Dunkelheit bricht herein. So, dunkle Templer. Ich bin. Wir laufen jetzt einfach mal dahin und machen. Den einen Dinger hier, also mach dir einfach alles nieder. Ich bin hier in die Schatten. Dunkelheit bricht herein. Ich bin die Klinge von Shakura. Zum Glück haben die keine Detektoren dabei. Ich
So, und mit denen versuche ich jetzt einfach mal hier durchzuschleichen, mehr oder weniger, und dann. Ach, da der Panzer. Naja, gut, okay, dann müssen sie jetzt halt durch. Ja, das sollte funktionieren. Beide Pylonen sind wieder unter unserer rechtmäßigen Kontrolle. Verstärkung wird herangeworbt. Ah, sehr schön. So, bin mal gespannt, was die Tempel aufdecken. Ich hoffe nicht allzu viel. Nicht allzu viele Gegner. Ach, was soll ich marschieren? Es wird zunehmend schwieriger, ihre Verteidigung zu durchbrechen. Greift mit allem an, was wir haben. Oh, oh. Die Hybriden sind frei. Vernichtet sie. Kerrigan bereitet eine weitere Offensive vor. Seid äußerst vorsichtig. Faszinierend. Ich schick's mal einfach zum Pylon. Ganz wie ihr wünscht. Der Kampfesruhm wird unser sein. Und dann machen wir hier noch den Reaktor. 4. Jetzt. Berserker. Die haben bis oh. Kommt schon, Leute, das schafft ihr. Ob doch der Hybride ist weg. Weil das ist ja auch ein Detektor, glaube ich. Nein, 21 Lebenspunkte hat er noch gehabt. Kalt ist die Leere. Okay, die Hetzer, Hetzer könnten das doch schaffen. Mein Leben für Ajur. Also zumindest den Hybriden müssten sie eigentlich schaffen. Ich bin die Stimme der Finsternis. Ich hoffe es mal. Also ich muss sagen, für eine erste Mission in einer Prolog-Kampagne ist es schon relativ lang. Also relativ dick, diese Kampagne. So, konzentriert euer Feuer bitte auf diesen Goliath. Tor. Das andere war ein Goliath. So, jetzt auf den. Und dann bitte einmal die Zelle öffnen. Puh. Wir danken euch, Brüder. Die Tal'Darin entführen Templer und liefern sie in den Labors der Terraner ab. Dort macht man aus uns Hybriden. Die Tal'Darin? Diese Ketzer haben sich bisher nie so nah an unsere Welten herangewagt. Dies ist unverkennbar Amons Werk. Templer, wo wurdet ihr festgehalten? In einem Xel'Naga-Tempel. Ungleich allen anderen, die ich je zuvor sah. Sie nannten ihn Eris, doch seine Position wurde vor uns geheim gehalten. Möbius und die Tal'Darin dienten beide Narut. Er hätte gewusst, wo sich der Tempel befindet. Das Atrias-System. Hier erwachte Amon wieder zum Leben. Tief innerhalb des Sigma-Quadranten. Bewacht von den Tal'Darin. Ihr halft mir bei meiner Suche, Ceratul. Nach den Regeln der Ehre bin ich euch nun dasselbe schuldig. Wir werden euch helfen, den Tempel einzunehmen. Sieg! Flüstern in Dunkelheit, normal. Ich brauche am Instant 28 Minuten. 3 Sekunden mehr, aber wir kürzen es runter auf 28 Minuten. Haben 2,5 mal so viele Einheiten vernichtet, wie wir verloren haben. 12 Einheiten an die Zerg verloren. Ja, das war unnötig. Sonst hätten wir da nur 49 verloren. Das wäre dann besser gewesen. Aber egal. Wir haben die Mission geschafft. Wir haben es nicht geschafft, den Erfolg massiv aggressiv zu
erringen, indem er 30 Zeiteinheiten vernichten, und die haben es auch nicht geschafft. World of Warcraft. Vernichten Sie 10% der Dunkelheit auf dem Schwierigkeitsgrad normal. 6 terranische Einheiten, während sie herangeworfen werden, haben wir auch nicht geschafft. Gut, aber wir spielen es ja nicht hauptsächlich wegen den Erfolgen. Zumal ich auch überhaupt gar nicht weiß, welche Erfolge da vorher notwendig sind. Und ich würde sagen, wir machen... wir fahren gleich fort. Wir warten nicht bis zur nächsten Folge, wir fahren gleich fort. Sigma Quadrant, Planet Atreus. Meine Streitkräfte haben einen Ort in der Nähe der Tempelanlagen gesichert. Wir sind bereit, gegen die Taldarim vorzurücken. Uns steht eine wahrhaft ruhmreiche Schlacht bevor, Bruder. Ach, meinst du mich? Ich bin nicht dein Bruder. Nee, sie springt durch mit Zeratul. Ist ganz klar. Aber starten werden wir das Ganze erst in der nächsten Folge. Deswegen verlassen wir gleich mal und ja, verlassen die Kampagne noch kurz und steigen dann genau da in der nächsten Folge wieder ein. Oh, wir haben schon 15% der Erfolge von Legacy of the Void geholt mit nur einer Mission und einem Erfolg. Also dürfte die Prolog-Kampagne vielleicht maximal drei Missionen umfassen. Wenn aber jede so lang dauert wie die erste, dann ja, dann wird das noch was. Dann wird das noch richtig lange. Zumal ich wahrscheinlich auch bestimmt mal wieder versagen werde. Aber das sehen wir alles erst frühestens in der nächsten Folge. Darf ich bei euch fürs Zuschauen bedanken und hoffe, dass ihr genauso heiß auf Legacy of the Void seid wie ich auch. Weil mir hat es ja schon richtig Spaß gemacht, Wings of Liberty und Heart of the Swarm mit euch zu spielen. Und ich denke, bei Legacy of the Void wird es auch nicht anders sein. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis denn.